wenn das so ist, wie wir das hier beschreiben, dann gibt es eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, wie man Schule verändern könnte oder wie man Bildungssysteme in unserem Land verändern könnte. Und das wäre dann der Fall, wenn sich immer mehr Menschen darüber bewusst würden, dass das Wichtigste, was ein Kind aus der Schule hinten mit rauszubringen hat, nicht das Abiturzeugnis ist, sondern die aufrechterhaltene oder gar noch gesteigerte Freude am Entdecken und Gestalten, also die Lernlust. Wir sind heute auf dem Bildungsgipfel 2018, EduAction in Mannheim mit Gerold Hüther. Und die erste Frage ist natürlich, was hat Bildung mit Würde zu tun und was kann man da vielleicht noch, wo kann man ansetzen, dass das Thema einfach präsenter wird und wir einen anderen Umgang finden? Das ist ja toll, dass im Grundgesetz so etwas Wunderbares steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Schön. Ist auch wirklich gut, dass man das nach dem Krieg reingeschrieben hat. Da ist ja genug Furchtbares passiert. Aber im Grunde genommen muss man jetzt auch sagen, das nützt ja nichts, wenn es da steht, dass es unantastbar ist. Also muss man eigentlich fragen, wie gelingt es, dass Menschen eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde erwerben, damit sie dann auch aufpassen kann, dass sie ihnen keiner raubt. Also weder Facebook noch irgend so ein Boss an der Arbeit und auch nicht irgendein Lehrer in der Schule. Und die Würde wird ja dann immer in Frage gestellt, wenn ich nicht in meiner Subjekthaftigkeit gesehen und ernst genommen werde, sondern wie ein Objekt behandelt werde von anderen und natürlich auch, wenn ich mich selbst als Objekt zur Verfügung stelle. Und das ist jetzt eine spannende Frage, ob man das überhaupt braucht oder ob man es nicht braucht. Man könnte sagen, das muss man nicht unbedingt lernen, weil je würdeloser die Menschen aus der Schule kommen, desto besser funktioniert die Konsumgesellschaft. Ja, je weniger ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, desto besserer Kunde bin ich für Bordelle, Werbestrategen und die Verkäufer von irgendwelchen Sachen, die eigentlich kein Mensch braucht. Und da wird es nun auf einmal spannend, weil jetzt stellt sich die Frage, wir könnten es auch anders wollen. Wir könnten auch eine andere Welt wollen als eine, wo Schulen in erster Linie immer wieder dafür sorgen müssen, dass die bisher herrschende Konsum- und Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft aufrechterhalten bleibt, indem sie entsprechend Nachwuchs heranziehen. Wir könnten auch eine Welt wollen, die nachhaltig ist, in der Menschen voneinander lernen, in der Menschen sich tatsächlich das ganze Leben lang weiterentwickeln. So, ich bin doch Hirnforscher. Ich kann ja nicht herkommen und kann sagen, das menschliche Hirn, das ist die größte Entdeckung in der Hirnforschung, das menschliche Hirn ist zeitlebens plastisch. Und dann bringen wir schon Kinder oder dann Erwachsene in die Situation, wo die keine Lust mehr aufs Lernen haben. Das ist ja unmöglich. Also gibt es da einiges zu tun. Das Ding ist nur, wir müssten uns eben entscheiden. Man kann auch würdelos leben, das sieht man ja. Da fand ich das Beispiel sehr schön, das Sie genannt hatten von dem Unternehmer, der sich teilweise entscheiden muss, sozusagen als guter Geschäftsmann unterwegs zu sein, bestimmte Geschäfte zu tun oder sich für seine Würde zu entscheiden. Das heißt ja im Kern, Würde hat immer was mit Entscheidung zu tun und hat vielleicht auch was aber zu tun mit dem Gefühl von Recht, von Unrecht. Wie sehen Sie dieses Zusammenspiel? Weil letzten Endes entscheiden wir uns ja auch für uns. Was heißt Würde für mich? Was heißt Würde für Sie? Was heißt Würde für jemand Dritten? Und wie möchte ich damit umgehen, wenn mir jemand sozusagen meine Würde nehmen möchte? Das Problem, was wir haben, und das ist eigentlich in dem Film Alphabet von Erwin Wagenhofer relativ gut rausgearbeitet worden. Das Problem, was wir im Augenblick haben, ist, dass unsere Bildungseinrichtungen den Menschen, die dort durchgehen und die durchlaufen, keine großen Hilfestellungen gibt, dabei ein Mensch zu werden. Die erwerben dort Kompetenzen. Früher haben sie Wissen erworben, jetzt erwerben sie Kompetenzen. Aber mit Hilfe dieser Kompetenzen kann man dann eben auch Kriegstreiber, Hassprediger, Waffenhersteller oder was weiß ich was werden, also Investmentmanager, um dann noch einen mitzunennen. Das heißt, und jetzt ist es verrückt, weil diejenigen, die das am allerweitesten gebracht haben in diesen Disziplinen, das sind auch diejenigen, die die besten Bildungseinrichtungen besucht haben. Die waren ja auch auf den besten Universitäten in Harvard und Oxford. Und jetzt kommt doch die Frage, was ist denn das eigentlich für ein Bildungssystem, was Menschen hervorbringt, die am Ende so unmenschlich oder so sehr auf Kosten von anderen ihre eigenen Interessen vertreten, also die derartig würdelos agieren. Und
dann muss man sagen, das ist eigentlich kein Bildungssystem. Das ist eine Kompetenzvermittlungseinrichtung, mit der man dann später im Leben offenbar machen kann, was man will, wo man sich Kompetenzen aneignet, um seine Privatinteressen hinterher optimal umsetzen zu können. Und da muss ich sagen, das muss jetzt nicht der Staat auch noch finanzieren. Also da wäre für mich auch das Beispiel, es gibt ja von Mr. Cameron, dem ehemaligen Premier in England, diese wunderbare Szene, der übrigens auf den besten Schulen Englands war, ich glaube Eton und Co., abzutreten, ein Land in Probleme zu stürzen und dann pfeifend nach Hause zu gehen, um zu wissen, ich werde eh den nächsten Job bekommen. Jetzt wäre aber auch die Frage, hat das vielleicht auch was mit Selbststeuerung zu tun? Hat das was mit Verantwortung zu tun? Weil wir können jetzt ja nicht das ganze Bildungssystem von heute auf morgen verändern. Aber wir können vielleicht verändern, wie Menschen sich selber wahrnehmen, wie sie eher in eine Selbststeuerung kommen, wie sie mehr sich bewusst entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Wenn man sich klar wird, was hat das für Folgen für andere? Ja, klar können wir das, und es gibt ja Schulen, wo das auch gemacht wird. Wir zeichnen morgen auf dem Bildungsgipfel zwei Mädchen aus, junge Frauen, die aus so einer Schule kommen. Und da muss man sagen, das liegt ja nicht an der Schule, dass das nicht passiert, sondern das liegt an den dort agierenden Personen, die sich sozusagen bereitwillig dazu hergeben, das zu tun, was ihnen von einer Instanz weiter oben gesagt wird. Und diese hierarchischen Ordnungen haben sich seit dieser Zeit, ungefähr so vor 10.000 Jahren sind die entstanden, die haben sich überall auf der Welt, in allen Gemeinschaften ausgebreitet. Bis auf die letzten paar Nomaden, die es da irgendwo vielleicht noch geben mag. Und es hat sich deshalb ausgebreitet, weil es so wunderbar funktioniert hat. Weil diese hierarchischen Ordnungen eben einen großartigen Vorteil bieten, nämlich dass diejenigen, die unten sind, hoch wollen. Das ist nicht so bequem da unten. Ist man ja ständig Objekt und dann versucht man, was zu zeigen. Also sich anzustrengen, was zu leisten, was zu erfinden, was zu entdecken. Und dafür wird man dann honoriert und dann darf man dann aufsteigen. Das ist bis heute so. Kommt man dann auf der Karriereleiter Stück für Stück bitte weiter hoch. Und wenn das jetzt über 10.000 Jahre Menschen überall auf der Welt machen, in allen Lebensbereichen, nicht nur beim Militär, sondern es gab ja auch hierarchische Ordnungsstrukturen in den Familien, selbst in der katholischen Kirche, aber die. Also wenn das Menschen sozusagen 10.000 Jahre machen und immer wieder Neues erfinden, dann wird die Welt, die Lebenswelt der Menschen immer komplexer. Und dann sind wir beim Kern des Übels. Wir haben ein hierarchisch geordnetes System. Und in diesem hierarchisch geordneten System macht einer den anderen zum Objekt. Und in einem System, wo man zum Objekt gemacht wird, muss man schon sehr viel Bewusstsein seiner eigenen Würde haben, dass einen das nicht verletzt. Und deshalb ist es dann so, dass oftmals Schüler in der Schule schon das letzte bisschen Gefühl und Empfinden für ihre eigene Würde verlieren, weil sie dort ständig zum Objekt von Bewertungen, Absichten, Zielen, Belehrungen und sonstigen Unterrichtsmaßnahmen gemacht werden. Und dadurch fällt es den Schülern sehr schwer, aus diesem, nennen wir es mal, angeborenen Empfinden ihrer eigenen Würde allmählich sowas wie eine Vorstellung und kein Bewusstsein ihrer eigenen Würde zu entwickeln. Und dann laufen sie raus und möglicherweise ist dann auch noch das Empfinden der eigenen Würde so kaputt, ja, dass sie sich für alles Mögliche hergeben. Also wenn wir uns gegenseitig helfen könnten, ein Bewusstsein und erstmal eine Vorstellung und ein Bewusstsein unserer eigenen Würde zu entwickeln, dann wären wir jemand, der andere Menschen nicht mehr zum Objekt macht. Also nicht mehr machen kann, weil das ist nicht mit der Würde vereinbar. Dann wären wir auch jemand, der sich selbst nicht mehr als Objekt für andere anbietet, die das gerne hätten. Dann wäre es für einen Mann, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, um es mal richtig zu übertreiben, dann wäre das nicht möglich, dass der ins Bordell geht. Da hat der nichts zu suchen. Und dann stellt man sich auch nicht als Kunde zur Verfügung für die Werbestrategien unserer Konsumgesellschaft. Und dann stellt man sich auch nicht als billiges Wahlvolk zur Verfügung für die Werbefeldzüge der politischen Parteien. Dann weiß man, was man will. Jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, ist nicht mehr verführbar. Also Sie haben es ja schon angesprochen, der Bildungsbegriff
ist ja ein bisschen anders gelagert als der Kompetenzbegriff. Der Peter Dehnbosel sagt immer, es hat auch zu tun mit Moral und mit moralischen Vorstellungen. Ja, das Bordell ist vielleicht in verschiedenen Kulturen auch unterschiedlich gesehen. Das war ein schönes Beispiel vorhin. Sprechen wir also mehr über moralische Aspekte, wenn wir über Bildung sprechen, oder sprechen wir darüber, auch Bürgerrechte wahrzunehmen, sich zu engagieren, für etwas einzutreten, auch zu versuchen, seine eigene Position zu finden, was ja eigentlich die Subjektebene ist? Oder geht es Ihnen mehr darum, dass jeder selber wieder eine Empathiefähigkeit entwickelt, um zu gucken, wie gehe ich mit der Situation um, was empfinde ich? Was wir ja brauchen und was wir gerne uns wünschen für eine demokratische Gesellschaft, sind ja Personen, die sich als Subjekte emanzipiert haben und die das Bewusstsein haben, dass sie gestalten können und die auch Freude am Gestalten und am Entdecken haben. Und das kann man eigentlich nur entwickeln, wenn man ein sehr starkes Bild von dem entwickelt, wer man selbst sein möchte. Mhm. Also ich möchte einer sein, der, die Schüler aus dieser Schule, wo die beiden jungen Frauen herkommen, sagen dann immer, wir wollen die Welt retten, deshalb gehen wir in die Schule. Ja, wunderbar, denn ich bin dann eben einer, der die Welt retten will, und das gibt mir dann eine bestimmte Richtung in meinem Leben. Und das hat mit Moral und Ethik eben Gott sei Dank nicht so sehr viel zu tun. Das kann schon sein, dass moralische, ethische Werte und sonstige Systeme übereinstimmen mit dem, was man unter dieser Würde versteht. Aber leider sind eben diese moralischen, ethischen und sonstigen Wertevorstellungen kulturell gebunden. Und auch an die Zeit gebunden. Also in der moralischen Werteskala und auch in der Ethikskala der Nationalsozialisten möchte ich nicht leben. Ja? Und deshalb ist Moral und Ethik ist etwas sehr, das diffundiert. Ne? Je nachdem, was die Menschen gerade so für eine Vorstellung davon haben, worauf es so ankommt, haben sie mal diese oder mal jene Moral oder diese oder jene ethische Vorstellung. Manchmal sind es die großen Religionen, die das noch ein bisschen sozusagen beisammenhalten, aber schon haben wir eben im Islam eine völlig andere Wertevorstellung und Moral und Ethik als das, was das Christentum hervorgebracht hat. Und insofern sind das dann auch ungeeignete Maßstäbe. Währenddessen diese Würde ist etwas, wo ich selbst mich entscheide, ob ich so sein will. Da brauche ich keinen, der mir von außen sagt und die Messlatte anlegt, ob das moralisch oder unmoralisch ist oder würdig oder unwürdig. Ich entscheide, ob ich meine eigene Würde bewahren will oder ob ich sie einfach opfere oder ob ich überhaupt auch gar keine haben will. Also, was ich sehr spannend finde, gerade vor unserer deutschen Geschichte, wäre ja zu sagen, die Würde gibt uns einen Hinweis, wenn die allgemeine Moral nicht mehr stimmig ist für uns. Also man hätte ja auf die Idee kommen können, dass man sich politisch anders verhält, dass da was falsch ist. Dieses Gefühl, was ja manche momentan auch gerade mit den Finanzmärkten schon ein Stück weit haben, da passiert etwas, dass die einen ganz viel haben und dass wir eher ein Verteilungsproblem haben als ein Ressourcenproblem an sich. Aber wir können es noch nicht benennen. Wir haben schon so ein Gespür, aber irgendwas ist da gerade schief. Bis hin zu diesen ganzen Migrationsdebatten, die ja einen ganz komischen Duktus mittlerweile haben. Könnte das... Das ist sicher der Punkt. Dann verlangen wir immer, dass es die anderen richtig machen. Also die Regierung soll das dann, oder die EU oder die UNO oder wer auch. Also wir haben dann immer jemanden, von dem wir erwarten, dass er es richtig macht. Und ich halte das für einen ziemlich naiven Ansatz. Also der Einzige, der es richtig machen kann, bin ich selbst. Und deshalb muss ich mich fragen, was für einer ich sein will und was ich für ein Leben führen möchte, vielleicht sogar, wozu ich dieses mir geschenkte Leben überhaupt nutzen will. Und damit bin ich bei diesen zentralen Fragen, wo ich eigentlich lerne, Verantwortung für meine eigene Lebensgestaltung zu übernehmen. So, und wenn wir, um wieder in die Schulen zu kommen, wenn wir Schulen haben und Bildungssysteme haben, die den Kindern und Jugendlichen helfen, Verantwortung für ihre eigene Lebensgestaltung zu übernehmen, dann sind wir keinen Zentimeter weitergekommen in den letzten 500 Jahren. Und dann kann jederzeit einer kommen und kann denen sagen, wie es zu gehen hat und wie es zu machen ist. Und das ist keine gute Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft.
Und es ist auch die Frage, ob man so mit den doch unglaublichen Verführungen der digitalen Medien überhaupt eine Chance hat. Also wenn man sich nicht seiner eigenen Würde bewusst ist, dann liefert man sich ja auch bedenkenlos jedem Anbieter an. Also das weiß auch jeder. Jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, wird nicht mehr von irgendwas abhängig. Weil das macht er nicht. Männer, die sich ihrer eigenen Würde bewusst sind, gehen nicht ins Bordell. Was sollen die da? Und da merkt man dann plötzlich, das wird dann sehr ernst, hat sehr viel mit mir selbst zu tun. Und da sind wir jetzt ja wieder in den Grundlagen der Psychologie und auch der Hirnforschung, nämlich dass jeder Veränderungsprozess bei uns selbst anfängt und anzufangen hat. Und jetzt wird das auf einmal sehr konkret und da merke ich, wie Menschen dann zucken. Weil so hatten sie es das nicht gemeint. Sie wollten die Welt retten, aber sich nicht selber verändern. Was sind denn dann die vielleicht ersten 2 oder 3 Schritte, die jemand aus Schülerrolle gehen könnte? Weil ich bin immer sehr für Selbststeuerung. Was kann ich selber tun? Was wäre Ihr Tipp für den Schüler oder für die Schülerin, für den Lernenden, sich seiner Würde mehr bewusst zu werden und sich da zu entwickeln? Das Einfachste wäre, dass man darauf achtet, dass einen kein anderer mehr zum Objekt macht. Das versuchen die ja ständig und dann könnte man sagen, nein, also ich möchte nicht zum Objekt ihrer Bewertung gemacht werden, auch nicht zum Objekt ihrer Belehrungen und so. Und da merken sie schon, das geht relativ schwer alleine. Aber wenn das 5 sind, die sich zusammentun und die sich das gegenseitig versprechen und die das erstmal miteinander üben, weil wir leben ja in einer Welt, wo wir das alle ständig miteinander machen, dass wir uns gegenseitig zu Objekten machen. Und wenn die 5 das hingekriegt haben, dass die das miteinander so gelernt haben, dass sie das nicht mehr machen, dann kann einer mal und zwar ganz spielerisch, kann der einfach mal versuchen, wie weit das System zu ärgern ist, indem man da aufsteht und sagt, ich möchte kein Objekt sein. Ich bin Fritz Müller und kein Auto. Und wenn Sie irgendjemanden brauchen, den Sie hin und her schieben können, dann suchen Sie sich jemand anders. Mich können Sie einladen und ermutigen und inspirieren, damit ich in meine Kraft komme und ich mir ja alles aneignen will. Aber dass Sie mir sagen und vorschreiben, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe, das finde ich würdelos. Danke. Dann komme ich auch zur letzten Frage. Ich bin ja ein großer Fan von den Arbeiten auch von Gunter Schmidt. Der sagt, wir hypnotisieren uns alle gegenseitig und das den ganzen Tag. Was kann ich für mich in meinem Umfeld tun, damit ich vielleicht mit den 2, 3, 4, 5 Leuten, die mir nahestehen, dieses Thema Würde anders angehen kann und mich auch selber immer mehr ermächtige dazu, eben diese Subjekthaltung einzunehmen, einzufordern. Ich bin nicht ersetzbar. Ich bin ein Individuum. Ich sehe die Welt vielleicht ganz konstruktivistisch anders als Sie. Naja, wir denken immer bei Hypnotisieren an etwas Negatives. Also, dass man, und das stimmt ja auch, wir reden uns auch selbst allen möglichen Scheiß selber ein, dass wir nichts drauf haben, dass wir nicht singen können oder dass es sich alles nicht lohnt, dass wir nicht schön genug sind und sonst was. Nicht liebenswert ist auch beliebt. Das sind alles Selbstsuggestionen. Und jetzt ist die interessante Botschaft, das kann man auch positiv. Also man kann auch sich erstmal vorstellen und einen Traum davon entwickeln, wie es wäre, wenn man einer wäre, der sich nicht mehr unterwirft. Ich hatte mal sowas. Ich bin ja aus dieser ehemaligen DDR abgehauen. Ich hätte das nicht hingekriegt, wenn ich mir nicht immer mal wieder vorgestellt hätte, wie es wäre, wenn ich dem Impuls nachgehen würde, abzuhauen. So, und damit spielt man ein Szenario in Gedanken durch. Man entwickelt eine Vorstellung von dem, wie es sein könnte. Und das gilt auch für die Würde. Das gilt auch dafür, was man für ein Mensch sein möchte. Und damit kann man Realität schaffen. Das ist sehr beeindruckend. Dann verwende ich, merken Sie jetzt, nicht mit dem Begriff Selbstsuggestion oder Hypnose, weil das in Wirklichkeit viel tiefer geht. Was der Gunter Schmidt da in Wirklichkeit dahinter meint und was er anspricht, ist ja die Fähigkeit von Menschen, eine Vorstellung von etwas zu entwickeln, was noch nicht ist. Und diese Vorstellung dann wahr werden zu lassen, das ist ja eine ganz unglaubliche Vorstellung. Und sie zeigt eigentlich etwas, was wir bisher in dieser Tiefe und Bedeutung noch gar nicht richtig erkannt haben. Nämlich, dass das gar nicht so belanglos ist, was man für Vorstellungen entwickelt und mit was für Vorstellungen man im Leben umherläuft.
alles, was wir heute auf dieser Erde geschaffen haben als Menschen, hat mit einer Vorstellung oder einem Traum oder einer vagen Idee angefangen. Da ist nichts davon vorher fertig gewesen. Das heißt, wir sind diejenigen Lebewesen auf diesem Planeten, die im Grunde genommen ständig das Imaginative hervorbringen und es dann umsetzen. Und jetzt habe ich eine frohe Botschaft, das ist genau das, was jetzt die KI-Entwickler merken. Also von dieser künstlichen Intelligenz, Computer können sich nichts vorstellen. Und das finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, was wir dem noch an Bedeutung geben, um es mit Gunther zu sagen, und sage vielen herzlichen Dank für das kurze Interview. Vielen Dank und eine gute Zeit auf La Gomera mit der ganzen...